Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Mit mir spielt der Leto, Dutch und die. Ich. Ah! Ja, die Mathilde. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben, was wir letztes Mal machen wollten, aber wir haben uns jetzt irgendwie umentschieden. Wir wollten jetzt zum Dungeon. Ja. Der ja gleich um die Ecke ist. Ja, eigentlich muss der hier irgendwie sein. Ich habe die Karte nochmal gecheckt. Hier irgendwo. Ah, da könnte es sein. Es kam ja auch eine Benachrichtigung. Wir wollen nämlich das Diadem der Riesenkönige. Oh, sind hier viele Arschlöcher. Erst aufräumen, oder? Würde ich sagen, oder? Ich überlege gerade, ob das Thjosten was bringt. Bei den Kleinen glaube ich eher weniger. Ich teste mal. Ah, ich bin schon wieder fast auf Abnichtbar sein. Ah! Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Okay, du hast recht, es bringt nichts. Ich blute! Aua! Ich hänge fest! Ah, ich hänge wirklich fest! Scheiße! Ich komme hier nicht weg wegen dieses perfekten Pferdes! Warte! Ah! Wir haben mal. Was denn? Wir hätten die Pferde außerhalb vom Dungeon lassen sollen. Ja. Hat man das nicht sogar gesagt? Dass ja, letztes haben? Mal haben wir das gesagt. Warte hier. Sind echt viele Pest am Arsch, die Viecher hier. Ah. Hä? Ach, keine Pfeile. Verfickte Kacke. Ta. Leto, hier. Oh, heilender Nebel. Ich glaube, hier steht einer noch verbuggt. Ja. Ich bin mal so frei, ne? Oh, danke. Warum ist das auf einmal so neblig hier? Mhm. Also das Thjosten hat nichts gebracht bei den Dingern. Oder ich hab's so, nicht ich gebraucht. Habe Epona da unten in der Gasse abgestellt. Jupp. Brachte es irgendwie die Viecher zu hauen? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht, kann sein, dass die... Noch ein Hexenfeuer gab es. Ich weiß nicht mehr, was es... Dämonenmodul gab es glaube ich nicht. Nee. Das sieht aber gut aus da oben. Oh ja, da ist ein gruseliger Eingang. Warte, Epona hast du hier gelassen, ja? Ja, ich habe die weiter unten abgestellt. Hm, falls sie nochmal spawnen, dass die Pferde nicht sterben. Genau. Warte, Epona, wo bist du? Ah, da. Können wir uns nicht schnell zurückziehen? Ist halt so. Müssen wir, wenn wir rauskommen, schnell vorbeirennen. Ich bin schon fast wieder voll, weil ich alles mitnehme. Messi. Jo. Wo ist dein kleiner Kumpel? Drück mal E. Ist der tot?
drück E. Wie hieß der Typ, den du mitgenommen hattest? Oh ja, der ist tot. Dutch. Oh je. Aber die Schleimsuppe kann Leto haben. Ja, hier ist noch eine ganze Ausrüstung. Kann ich nicht tragen und mein Fett ist voll. Uns auch, aber vielleicht können wir ja was zusammenlegen. Warte mal, wo bist du denn? Hier ist er. Ah. Hallo, Dutch. Dutch wurde vom Predator erlegt. Ich brauche einen neuen chimärischen Typen. Ja. Da wisst ihr schon, was nächste Folge los ist. Geht es wieder Sklaven kloppen? So. Okay, dann. Was hast du denn in deinem Hottehü so drin? Ja, lass mal die Hottehüs holen und das ist, geht dann besser. So, mein Hottehü hat... Ach, das kann ich rausnehmen. Verdorbenes Fleisch brauche ich auch nicht. Ich habe geformtes Holz, alchemistische Grundsubstanzen. Die Knochen kann ich rausnehmen, Fellbrom. Ich habe nur Reißzahn, meine ich. Ich habe Sternmetallerz, Entschuldigung. Stahlbahn, Wolfsfell. Stahlbahn kannst du mir geben, da habe ich nämlich zum Beispiel was. Bei Plötze drin oder was? Mhm. Dämonenblut. Mhm. Dann packe ich das bei Plötze rein und dann gucken wir, was wir von Dutch reinkriegen. Drei Plätze habe ich jetzt frei. Ansonsten schmeiß mal was raus. Ja, im Zweifelsfall Knochen und exotisches Fleisch könnte ich dann auch raushauen. Boah. Traust du dich denn ohne Eingetreuen da rein? Wollen wir es wagen oder? Ja. Okay. Um den Rest baue ich einen Vanya-Fellstiefel. Warum hat der Vanya-Fellstiefel gehabt? Weil du sie ihm angezogen hast. Oh. Makelloser Speer. Den Rest. Den auf jeden Fall. Den Rest kann aber machen wir neu. Für den nächsten. Das kommt davon, wenn sich die Sklaven die neue Rüstung... Upsi, schupsi. Nein. Plötze. Inventar. Das kommt davon, wenn sie sich das verdienen müssen, aber es nicht können. So. Ja, vielleicht hing auch eine scheiß Ecke. Da waren ein Haufen von diesen Arschlöchern. Und ich war ja eine Zeit lang auch wirklich gefickt. So, ich reite mein Pferdchen nochmal weg. Wolltest du noch was in den Puna reintun? Nö, ich hab alles drin. Okay. Also der hat jetzt ein, zwei Teile, die sind kriegen wir schnell nachgemacht. Das waren Reserverüstungsteile. Ach so, okay. Aber das, was ich mit habe, hab ich. Gut. Wenn es zu heavy wird, müssen wir uns zurückziehen. Na, ich bin auch schon schön verdorben. Ja, verdorben bin ich auch, aber es liegt schon standardmäßig so. Also. Ach nee, das ist ja ein anderes Spiel. Oh, guck mal, da hat jemand ein Loch gemacht. Hm. Verschlossen, komm ich weiter. Der Hügelkönig. Dämonenblut benötigt. Ach, darum hatte ich Dämonenblut drin. Stimmt ja. Das genau. Hat mir vor langer Hand geplant. Ja. Boah, die Luft ist ja stickig hier. Oder hast du gepupst? Psst. Oh, nee. Ich glaube, der ist das da schon. Guck mal. Guck mal. Ach, guck mal. Ist ja fein. Ach, guck ihn mal. Ist der alleine? Das sieht so aus. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was ich hier für Pfeile habe. Ja, warte mal, ich will auch mal gleich bessere draufpacken. Ja, Elfenpfeile. Die Heilpfeile behalte ich auf jeden Fall. Ich probiere erstmal die Schlangenpfeile, dass das so ein bisschen, ne? Ja, verdirbt, vergiftet und so, ne? Ein Stück. Weil das sieht, also ich hoffe, der ist nicht untot, sondern ein Schlüpferkönig, weil dann, ja. Oh.
Nein, Vergiftung klappt nicht. Ah! Erstmal ins Licht. Ganz schön dunkel hier. Der sieht aber noch gut aus. Ja, der hat zwar drei Köpfe, ich weiß aber nicht, der kann nix irgendwie. Nee, also Leto, der den da immer. Boah, dann suche ich schon mal die Truhe. Ja. Armselig. Aber ich finde hier keine Truhe. Hast du was? Da war, warte mal, ich habe hier noch eine Sternmetallaxt. Das ist ein ganz schöner, geiziger Typ. Aber ich hab das Diadem der Riesenkönige bekommen. Toll, das ging aber irgendwie schneller als geplant. Ja, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, liken, kommentieren. Nee, wir dachten wirklich, das wäre ein größerer Dungeon. Ja. Und nicht einfach hier so ein kleines Loch, wo hier so ein Schlüpferkönig ist. Enttäuschend. Hm. Ich dachte auch, dass man vielleicht noch was machen muss hier irgendwie. Ja. Irgendwo draufdrücken, dann geht hier noch irgendwas auf und dann kann man hier weitermachen, aber irgendwie ist ja nichts. Was wollen wir jetzt noch machen? Wollen wir noch ein zweites Artefakt holen? Oder? Ist noch eins in der Nähe? Nö, in der Nähe nicht unbedingt. Aber wir könnten uns um die Maske der Hexenkönigin. Oder wir holen uns einen chimärischen Sklaven noch. Ja, aber dann müssen wir das nach Hause und dann wieder zurück. Also nach Hause müssen wir reiten, aber hierher können wir ja beamen. Ah, gutes Argument. Machen wir, komm. Gut. Brauchen ja wieder welche. Und dann können wir ein bisschen tanzen, genau. Weil dann verlieren wir Verderbtheit. Genau. Ja, das, wie gesagt, war jetzt nicht so schnell erwartet. Vor allem bei so einem Tor hier denkst du jetzt echt mega Dungeon. Echt, ey. Oh, hier ist ja noch eine Zeitschrift oder so. Ein Buch zu interagieren. Warte, ich lese vor. Ich nicht. Beschreibung. Ich schreibe dir dies, Drehtan, um deine Ungläubigkeit zu beenden. Ich habe die Ruinen und Steine dieser Region studiert und ich bin sicher, dass hier die spawnen schon wieder. Fuck, ich bin weg. Okay, dann renne ich auch durch. Vor allem, ich will ja nicht sagen, aber diese Leuchte-Arschis waren viel problematischer ja, als dieser Boss da. Aua. Boah, jetzt ist meine Dings hier kaputt, meine Leuchte. Na gut, dass wir hier fertig sind. Leg deinen Arsch hierher. Wo ist mein Hottehü? Hier unten. Da. Warum reitest du zurück? Achso, ich wollte dir entgegenkommen und heroisch dir helfen. Weiß ja nicht, wo du steckst. Längst vorbei. Ach, du hast hier irgendwie, du hast hier da oben abgehangen, ne? Ja. Ja, aber was ich? Ich dachte mir, ich komme dir mal entgegen und helfe dir. Das ist ein sehr lieber Gedanke, aber war unnötig. Tüdelü. Tüdelü. Galopp. Kommt ihr jetzt nach Hause? Gute Frage, nächste Frage. Das sieht aber gut aus. Das ist ein schöner Durchgang. Ja. Ein großer Gegner hier, alles tutti. Mal gucken, wie weit jetzt so der Weg ist. Weil wenn es nur ein, zwei Minuten da brauchen, dann können wir auch zurückreiten. Oder hinreiten. Wir können auch beamen, das ist viel näher. Na gut, dann beamen wir. Ja,
Stream. Ich habe nochmal auf die Karte geguckt. Oh, wer packt denn hier die ganzen Felsen rein? Mitten auf dem Weg, Junge. Mir ist warm. Extrem hot. Ich zieh mich ja schon aus. Immer noch sehr heiß. Ja, aber nur noch sehr heiß, nicht mehr extrem heiß. Oh, wir müssen jetzt schon mehr Nuklides haben. Schade, dass man die Sklaven nicht ans Pferd anbinden kann, so wie bei so einem Western, weißt du? Ja, das würde... Dann hätten die Pferde noch mehr einen Sinn. So, du meinst, dass man sozusagen einen Sklaven hinter sich herzieht, während man... also wenn man rekrutieren ist. Ja, wenn du K.O. gehauen hast, nimmst du das Seil und dass du das Seil quasi mit dem Pferd verbinden kannst. Ja, das wäre schon cool. Und dann kannst du nebenbei vielleicht noch andere Sachen machen und dann noch mit dem Pferd zurückreiten. Weil zu Fuß wird das nachher ein paar Meter sein, ne? Ja, ja. Und das Pferd hätte noch eine weitere Funktion, warum man es nutzen sollte. Ich finde das so jetzt schon sehr praktisch. Also. Ja, so ist es auch schon praktisch, aber es wäre noch praktischer. Vielleicht schauen uns ja die Entwickler von Conan so und sagen, hey, das können wir ja noch machen. Und wie wäre es mit vernünftiger Rüstung hier, Conan entwickelt? Inwiefern vernünftig? Naja, das ist ja hier nur... So eine Allwetterrüstung? Nein, das ist ja nur hier ein Sattel oder so. So eine richtige Schlacht... Also fürs Pferd meinst du? So eine richtige Schlachtrüstung. So eine Schabracke, richtig. Ja. Ich meine, die sind ja schon schwergängig, die Pferde. Also sie sind ja nicht flott. Plötze war flotter. Also ich fand... Oder vielleicht liegt es an meinem Pferd, dass es nicht so wendig ist. Ich glaube... Ja, die sind halt nicht so wendig wie Plötze. Plötze ist nicht so wendig wie Plötze. So, Epona stelle ich hier draußen ab. Einfach nur, weil ich keine Lust habe, nachher das Tor aufzumachen. Lass mal sie erstmal hier stehen. Wir brauchen sie ja erstmal nicht. Nee, aber ganz Inventar. Was in Plötze drin ist. Hey Jay, folge mir. Naja, dann muss ich mir auch Silent Bob. Hatte ich noch eine zweite Rüstung oder so? Oder hatte ich gar keine mehr? Doch, hier. Ach ne, die sind ja wieder im kalten Gebiet. Schade. Mhm. Ah, okay. Ich will mich nur von meinen Sachen gerade noch trennen, die ich hier gerade im Inventar habe. Was glaubst du, was ich hier... Also ich muss hier gerade erstmal Sachen ablegen. Weil Plätze war ja voll. Epona. Und ich habe übrigens noch 40 Dämonenblut bekommen. Wir müssen noch Knüppel machen, glaube ich, ne? Nein, eigentlich nicht. Da müssten Stahlknüppel... auf jeden Fall müssten unsere Jungs Stahlknüppel haben. Ah, perfekt. Aber die hat kaum was zu essen, die Arme. Oh, du bist am Hungern. Folge mir. Die arme Jay, warum auch immer, hat sie kaum noch Essen. Ich meine, du brauchst jetzt nicht so viel Jay, aber... Verhungern musst du ja nicht. Zeug. Jetzt mal hier sortieren. Kein Platz. Ja nicht hier.
Ah, dann hole ich nochmal mein Zeug vom Plötze. Oh. Ach nee, ich habe ja keinen Plötze. Wie heißt meiner? Plötze. Ach doch, Plötze. Meine ich ja. Corona ist mein Hotdü. Oh. Jetzt gehe ich ein bisschen cool in Slow Motion. Ja, yeah, ich bin cool. Und du musstest, glaube ich, noch dein Dings reparieren. Dein Schwert. Mein Schwert, ja. Ich sehe gerade, mein Brusthaar ist nicht blond. Nein. Ja, das geht ja gar nicht. Kommt denn das Sternerz hin? In die ganz rechte Schmiede. Okay. Silent Bob! Wo bist du? Also Silent Bob hat noch einen Knüppel. Ja, Jay auch, Jay auch. Aber ich brauch stumpfe Pfeile. Jo. Achso, und ich muss noch hier so ein Reparaturkit. Hier, Jay, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Danke. Nehme ich mir auch eine Keule mit? Auf jeden Fall Kettenfessel. Yeah, das falsche. Hast du auch Kettenfesseln? Achso, ich muss das reparieren, war einfach in die Schmiede reinpacken und reparieren, ne? Mhm. Mit dem Sternmetall da ist. So. Na, ich hab das Wissen nicht. Oh, dann lass mal Mutti ran. Achso, das ist noch ein Rüstungskit, was ich hier habe. Das geht natürlich nicht. Wo ist denn dein Schwert? Ah, hab's gefunden. Wir haben noch zwei Reparaturkits. Wo ist denn dein Schwert? Das liegt da schon drin. In der Schmiede? Werkbank des Schmieds, ja. Ganz unten. Ich seh's nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe einen maglosen Stahlspeer, Reparaturmauer und einen Baljas. Ja, und bei mir ist es drin. Ist das Ding vielleicht voll? Warte mal, ich nehm mal hier irgendwie ein, zwei Sachen raus, die da nicht mit rein sollen. Guck mal jetzt. Wirf es mal auf den Boden oder pack's in eine Truhe, dann nehme ich das da raus. Mach ich. Ich will nur die ganzen anderen Waffen jetzt mal wegpacken. So. Silent Bob. Jetzt sind sie weg. Ah ne, da, da. Reparaturkit schmeiße ich sie auch mal raus. So. Wo bist du denn? Wo bist denn da? Ich stehe hier vor dir. Einmal Dupe und einmal Dupe. Ach, das ist das Baljas? Ich dachte, du hättest ein Sternmetallschwert. Das habe ich ja die ganze aber Zeit. Ich kann es trotzdem nicht reparieren. Ich dachte, mir wird gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es auch nicht. Och man, da kannst ja keiner von uns. Warte mal kurz. Oh man. Jetzt natürlich zu
interessant zu wissen, wo das ist. Dann könnte man das nochmal lernen. Hm. Reicht, wenn es einer von uns kann? Ja, ja. Ist nur die Frage, was brauche ich dafür? Hm. Jetzt bauen wir nächstes Mal auch ein Sternmetallschwert, wenn wir was haben. Nächstes Mal, das kann ich gleich machen. Oder mach's gleich. Dann pack ich schon. Ja, ich brauch noch einen kurzen Griff. Pack ich's mal in die Reservekiste. War ja in der anderen Werkbank. Damit es nicht langweilig wird, tanze ich. Mach mal. Warum lachst du? Das ist so lustig. Ich will auch lachen. Der hat nur gespuckt. Das habe ich ewig nicht mehr gesehen. Oh, und dann habe ich auch ein Power Ranger Schwert. Conan war der erste Power Ranger. Aha. Nee? Okay. Nee. Oh, ich habe ja noch Dämonenblut. So, jetzt bin ich auch endlich reisefertig. Ja, dann würde ich sagen, holen wir unsere Hottehüs und beamen einmal nach Norden. Moment mal, hatten wir die Pferde nicht draußen hingestellt, damit wir nicht das Tor extra für die öffnen müssen? Bei mir ist er offen. Hey, du Pferd, geh weg. Ich hoffe, das war jetzt ein Teleporter. Wenn nicht, sind wir falsch. Nee, sieht gut aus. Das Dunkel hier. War das schon hier? Nee, ne? Na doch, wir müssen ja eigentlich nur einmal rüber. Also an diesem großen Gebäude vorbei, ja. Könnte sein, dass da irgendwelche Arschlöcher waren. Ja, warte, follow me. Ja, da drin ist einer. So eine Leuchte-Arschlöcher? Ja, Leuchte-Arschlöcher. Doch mal runter. Ah! Das war knapp. Hier suche ich nichts an. Oh nein, ich hab mein. Oh. Wo bist du denn jetzt? Bist du hier hochgeklettert? Moment, kann grad nicht. Ich bin auch ein Dödel. Ist mein Oberteil zu Hause und nehme ein zweites Unterteil mit. Ach. Ich bin noch runter, musste einmal sozusagen. Ich hab auch nicht. Bin auch runtergegangen. Jetzt hier im Wasser, Mann. Nee, andere Richtung. Ach, da bist du. Sehe ich dich. Ach, da oben. Hahaha. Ah, jetzt zieh ich mich mal an.
Hä? Was? Wer labert hier? So. Achso, Pferd abstellen schon? Ach so, ja, machen wir mal. Halt, wache Plätze. Sind sonst nur im Weg beim Captain. Müssen wir nicht da links irgendwie hinkommen? Wir müssen da irgendwie hoch. Ich glaube, wenn wir von der Land. Aua. Mathilde, aua. Und wieso ist das eigentlich. Ah, rechts kommt schon wieder Leuchte, der Wichser. Ne? Ach so, links sind sie weiter. Da müssen wir nicht hingehen. Lass mich doch in Ruhe. Oh, da haben wir einen, aber Stufe 1. Der kann sterben. My Seth, did you see that? Achtung! Leuchti! Aua! Name of Seth, identify yourself! Seth regret me coming! Seth will glory in your death! Like the Cobra exactly. Oh, das ist noch ein Leuchti! Aber lass mal ein bisschen vom Eingang weggehen, auch wenn da Licht ist. I will cut your heart out. Set will glory in your death. Hold in the name of Set. Bogenschütze hier, das Arschloch. Stufe 1. Stufe 1. So, jetzt erstmal hier kurz mal gucken, was hier los ist. Au. Guck mal, der hat hier schon mal zwei Stahlbahnen, nehme ich mit. Dann hat er hier noch so ein gratis Herz liegen. Okay. Hier, der andere hat auch noch ein gratis Herz, nimm das mal mit. Oh ja. So. Da steht Putzi, ich würde den einfach mal an. Jawohl. Oh, eine da. Doppelt Putzi, keine Ahnung. Vom Geschlecht her bin ich nicht wählerisch. Oh, es sind zwei. Drei. Ah, vier. Der klingt alles schon mal gut. Alles niederknüppeln. Alles niederknüppeln. Dann gucken wir mal, was man gebrauchen kann. Invaders! Oh, was? Ah. Wo hau ich denn hin? Cool. Autschi, Autschi. In the name of Set, identify yourself. Bogenschützen brauchen wir nicht. Also gerade nicht. So, jetzt. So, was haben wir denn hier? Ein Kämpfer 2. Eins. Kämpfer 2. Schmied, aber stirbt. Oder braucht man Schmied? Ah. Aber wir hätten zwei Zweierkämpfer. Wollen wir uns noch weiter umgucken oder die direkt? Achso, die kannst du. Die stirbt nicht so schnell. Bogenschütze kann ich auch erlegen, ne? Jo. Ich hab hier noch ein Herz für dich. Ah, das muss man auch noch zertöten. Ja, ja. Ja, ich glaube, mein Dolch ist aber gleich kaputt. Oh. Hat nur noch einen Strich.
Na gut. Schauen wir uns weiter um, ob wir noch Dreier finden oder wollen wir es bei den Zweiern belassen? Nein, ich belasse es nicht bei einem Zweier. Wir wollen einen Dreier haben. Aua. Bogenschütze? Oder haben wir eine Hand? Rüstungsmacher 3. Haben wir sowas? Von den Sumeriern nicht, also das wäre schon interessant. Dann nehmen wir den mit. Nehmen wir den und gucken noch, ob wir einen schönen finden. So, der ist schon mal K.O. Ich glaube, letztes Mal sind wir irgendwie hochgeklettert, ne? Einfach hier. Oh, Geister. Nee, Geister muss ich sagen. Ah, die lachen. Oh, 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 oh. Machen Ententanz. Ich glaube, hier in dem großen Ding sind bestimmt. Ne, ich wollte mal kurz reingucken, ob hier irgendeine Truhe ist oder so. Ja, eine habe ich. Oh, da ist ein Träger. Die sollen ja auch ganz gute Kämpfer sein. Ah, Tussi. Ja gut, dann nehmen wir den Träger, dann müssen wir leider nochmal herkommen. Wo ist er denn? Der ist in der großen Hütte. Dann zerhacke ich erstmal den Bogenschützen. Ach, jetzt bist du. Noch was drin? Ja, ja, da sind noch welche drin. Ah, ganz viele. Vielleicht auch ein Dreier? I will cut your heart out. Ach, das ist ein schon wieder. Oh, ey. Ouchi. So, jetzt haben wir aber alle, oder? Dann gucke ich mal hier die Leute an. Ja. Schau noch Kämpfer mal nach 1. Kämpfer 3. Kämpfer 3, perfekt. Dann nehmen wir den Kämpfer 3 und den Schmied 3. Oh, warte, aber hier nehme ich noch die Versorgungsmaterialien. Jo. Mal über die Schmiede tanzen. Aber eine Truhe war hier nicht oder so, ne? Eigentlich waren hier welche, glaube ich. Ist nicht so wichtig, aber naja. Von mir aus können wir abhauen. Hier ist noch ein Buch. Buch? Also, hier wirst du mal lesen. Willst du nicht vorlesen? Nee. Ich will weg, bevor sie das bauen. Ja, und unsere niedergeknüppelten Aufwachen, ne? Jupp. So, wo war denn der Dreierschmied? Wo war der Dreierschmied? Ich hab den nicht getötet. Ich hab Schmied 1 getötet. Ach nee, hier ist der Kämpfer. Hier, Rüstungsmacher 3. Ah. So, dann müssen wir jetzt erstmal zu den Hottehüs. Denk dran, wir können nicht klettern mit den Jungs im Schlepptau. Die hatten wir ja auch unten abgestellt, ne? Wir sind ja doch mal. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Moment, ich lass mir meine Hottehüme anzeigen. Ah, doch, ich sehe Plötze. Oben links hoch. Und ich kann jetzt auf dem Pferd reiten? Weiß ich nicht. Probier's aus. Nö. Aber vielleicht kannst du, man kann ja eigentlich die rechte Hand kann man ja ausstecken. Ich probier mal was. Ich steig auf. Nimm das Seil in die Hand. Nee, geht nicht. Schade. Naja, folgen. Jetzt hauen wir ab hier. Da. Wir müssen nach links. Gut, rechts gefällt mir auch nicht. Ja, links ist auch so ein bisschen blöd. Lauf mal den gleichen Weg wie vorhin auch schon mal. Egal. Ja. Ein bisschen redundant, aber ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Weg. Hauptsache,
kaum Gegner. Dann könnten wir ja eigentlich Break machen. Jetzt schon? Naja, willst du jetzt mit... also, wir sind den Weg jetzt zweimal gegangen. Also, ich finde das jetzt nicht so... Was wollen wir denn in der nächsten Folge? Ah, da ist ein Arschloch! Irgendwas, womit mein Typ sich erstmal ausbilden kann. Falsche Richtung. Ah, ich hab's. Achso, geradeaus. Ja. Keine Ahnung, was müssen wir noch machen? Oben ist auch noch so ein Arschloch. Gleich mal vorbeilaufen. Der ist genau auf dem Weg übrigens, wo wir lang wollen. Da müssen wir gleich kämpfen. Ne, da müssen wir vorbeirennen. Das sind zwei. Müssen wir schnell vorbeirennen. Zwei außen. Dann gehen wir ganz nach links. Ja. Und los! Vielleicht hängen sie an den Stein fest. Plötze, bleib zurück und lenk sie ab. Ja, rein theoretisch bräuchte ja unsere Eisreligion den Tempel aufstellen. Noch Opfergaben, also wir können einfach mal wieder eine Schlachtefolge machen. Boah, können wir machen. Dann kann ja mein Typ aufsteigen. Die viel wichtigere, interessantere Frage ist, wie soll der heißen? Ich gehe weiter nach links, kein Bock auf Messen. Hackfresse der Dritte? Nein, den zweiten haben wir ja schon. Wie heißt denn Danny Glover in Predators 2? Gute Frage, weiß ich gerade nicht. Oder Nanny. Oder schreibt mal was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr einen tollen Namen. So, aber jetzt machen wir Ende hier. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar. Wenn ihr einen Namensvorschlag habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und wenn es euch gefallen hat, ja, Like, Däumchen. Ach ja, genau, wenn es da hier um Namensgebung und so geht, ja, mach jetzt dann jetzt. Könnte man es ja eventuell so machen, wenn ihr Bock habt, dass, wenn, je nachdem wie viele Namensvorschläge natürlich kommen, dass ihr die von euren Mitzuschauern sozusagen liked und der Namensvorschlag mit den meisten Likes wird es dann oder so. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, ne, finde ich auch. Oh, da sind Jungs. Okay. Aber jetzt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.